Hallo, liebe Dinosaurier! Folgendes, ich war dieses Wochenende war ich in Berlin hier. Ich habe das hier gekriegt, ich musste ins Theater der Wühlmäuse. Kabarett Bundesliga, Deutsche Kabarettmeisterschaft, 3. Platz. Aber davon möchte ich eigentlich gar nicht erzählen, sondern was anderes. Dieses Wochenende war ja auch das DFB-Pokal-Endspiel in Berlin. So. Und die U-Bahn-Linie, die von meinem Hotel zum Theater geführt hat, die ich ungefähr gegen 18 Uhr nehmen musste, um zum Theater zu kommen, ist genau dieselbe U-Bahn-Linie, die von der Stadt zum Olympiastadion geführt hat. Habe ich natürlich nicht dran gedacht, als ich da eingestiegen bin und stand so zwischen verfeindeten Stuttgart-Fans und Bayern-Fans, die sich die Fahrt über angeschrien haben und angebrüllt haben. Als ich eingestiegen bin, waren nur Bayern-Fans, aber die nächste Station, Bahnhof Zoo, als wir einfuhren, es hat mich irgendwie an die Szene wie bei Braveheart erinnert, so sah es da aus. Jedenfalls waren da ein Haufen, hunderte schreiende Menschen, die an die U-Bahn-Scheiben geklopft haben und Bayern-Lederhosen aus! Gebrüllt haben und sich dann reingedrängt haben, wie in der Tokio U-Bahn, und ich stand dann da und musste mir mehrere Stationen dieses Geschrei anhören. Hab natürlich versucht, ruhig zu bleiben. So dicht vor mir stand halt ein Stuttgart-Fan, der dann irgendwann mich natürlich selbst auch angesprochen hat und gefragt hat, hat gesagt, fährst du auch ins Stadion? Da habe ich gesagt, nein. Und dann hat er gemeint, brauchst aber keine Angst zu haben, wir tun dir nichts, wir sind Stuttgarter. Da habe ich dann gesagt, du brauchst auch keine Angst haben, ich tu dir auch nichts. Meinte auch, ich muss jetzt eh aussteigen. Und er war ein bisschen perplex und hat dann noch gemeint, aber drück uns die Daumen. Und dummerweise habe ich nicht gesagt ja und bin gegangen, sondern habe gesagt, um ehrlich zu sein, ist es mir wurscht. Weil ich kann ja mit Fußball recht wenig anfangen. Das hat er natürlich nicht erwartet. Er hat entweder, das kam mit seinem Weltbild ja überhaupt nicht vor, dass sich jemand nicht für Fußball interessiert. Er hat ja entweder gedacht, ich sag ja, go Stuttgart oder so irgendwas und trink mit ihm dann noch Verbrüderung. Oder ich sag halt, hey, ich bin Bayern-Fan, um so richtig zu eskalieren, wo er dann seine Aggressionen auslassen kann. Er hat also damit überhaupt nicht gerechnet, hat deswegen nicht gesagt, schade oder sowas, sondern hat nur noch gesagt, oh, okay. Ja, und so bin ich dann aus dem Dings da rausgekommen. Aber am Wochenende gab es natürlich auch noch andere schlimme Sachen. Polizeigewalt, ne? Polizeigewalt in Istanbul, Polizeigewalt in Frankfurt bei den Occupy. Protesten, die Demonstranten wurden eingekesselt und gequält von der Polizei. Und ich frage mich, warum kann sich Polizeigewalt denn nicht gegen Fußballfans richten? Na gut, war jetzt ein kleiner Scherz, aber so ein bisschen wenigstens. So, ich bin ja eigentlich gegen Gewalt. Aber jetzt mal ganz, zum Beispiel, ich bin durch Wolfsburg gefahren und da war eine Nazi-Demo, so eine rechtsextreme Demo. 500 dummes, braunes Pack sind da demonstriert, geschützt von der Polizei. Gegendemonstranten wurden dann... Warum? Ich meine, komm, die Aggressionen, die Polizisten haben, die können sie doch mal so ordentlich rauslassen und einfach mal hier, das ist dumme, braune Pack. Ah! Na gut, ist natürlich nicht ernst gemeint. In Wirklichkeit bin ich natürlich gegen Gewalt, denn jede Gewalt erzeugt Gegengewalt, also mit Gewalt erreicht man gar nichts, aber so ein bisschen träumen darf man doch, oder? Das war's jetzt jedenfalls für heute. So, weiter geht's. Kommentiert die Videos, abonniert, was weiß ich. Ich am Ende eigentlich alles sagen soll, habe ich vergessen. Wenn ihr Bock habt, schaut euch vielleicht auch ein paar von meinen Auftritten an. Habe ich ja auch in meinem Kanal ein paar YouTube-Videos. Könnt ihr euch mal durchklicken. Neue kommen auch bald. Schon wieder vorbei. Ich soll mir ein gescheites Ende ausdenken für die Videos. Warum? Das erkläre ich morgen. Okay. Hallo. Folgendes. Nein, schon wieder. Liebe Ui-Kanonen. Folgendes. Ich mache gerne Nickerchen auf Straßen.